Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 2. Das letzte Mal haben wir die Stadt Finn zurückerobert. Und jetzt machen wir etwas, das ich beim letzten Mal vergessen habe. Nämlich... War das hier? Ich bin gerade nicht sicher. Da ist auf jeden Fall eine Tür, in die ich nicht reinkomme. Ich bin ein Genie. Okay. Ich guck noch mal nach, wie man das hier macht mit den Treppen und Türen und baha. Aber die Stadt Finn gehört uns jetzt natürlich auch wieder und wir können in selbiger einkaufen gehen. Und das wollen wir doch mal eben tun. Denn da kommen ein paar ganz interessante Sachen bei rum. Wehrkeule 3, zack. Ein Speer mit drei Spitzen, hey. Die Windschneide können wir jetzt kaufen. Flammenbogen. Ich nehme mal noch eine mit für Dingens. Hier, Layla. Es wäre natürlich effektiver, wenn ich wenn ich die Schlummerklinge austausche. Aber ich möchte eigentlich diesen Schlafeffekt halten. Oh, das ist gar nicht mal so. Okay, sehr schön. Sogar effektiver. Schön. Ich dachte, die Schlummerklinge wäre inzwischen recht schlecht, aber nicht der Fall. Schön. Okay, was haben wir hier? Goldschild, Riesenhelm, Goldrüstung, Goldharnisch. Achso, du trägst im Moment eine Goldrüstung, ne? Dann nehme ich dir auch einen Harnisch mit. Zwei Riesenhelme. Ja, okay. Stimmt, die haben alle noch den Mithrilhelm. Oh, der Angriff geht dadurch sogar hoch. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Mithrilhelm kannst du auch haben. Du kriegst den Goldharnisch. Okay, dann kann ich erstmal ein bisschen was loswerden hier. Und Zeug. Zum Beispiel diverse Grimoren. So. So. Braucht eh keiner mehr. Absorbiert HP des Opfers. Die behalten wir nochmal. Lass das Opfer erstarren. Werde ich nie benutzen. Schlafgrimore. Habe ich beigebracht. Werde ich also auch nicht mehr benutzen. Blindgrimore braucht auch kein Mensch. Frosch. Lass ich mal eine von da. Weiß ja nie. Lass ich auch mal da. Berserker Grimoire kann. Ja, 11 Mal. Dann haben wir noch 3. Ich weiß gar nicht, dass das so viel Geld bringt hier. Blink Grimoire braucht kein Mensch mehr. Okay. Der Dolch kann weg. Mithrilkeule kann auch 6 Mal weg. Kein Mensch mehr. Das kann weg. Magierstab kann weg. Mithrilspeer kann weg, weil ich keinen Speerkämpfer habe. Eisenspeer kann weg, Dreizack kann weg, Langschwert. Kampfäxte brauchen wir auch nicht. Mithrilschwert kann weg, der Schattenbogen kann auch weg. Flammenbogen haben wir noch einen, werden wir auch noch welche kriegen. Mithrilschilder braucht kein Mensch. Bronzeschild. Goldschild. Frostschild. Das ist mir eigentlich alles relativ... Oh. 18 Mithrilhelme. Das Diamantschild halten wir nochmal. Eine Rüstung aus Bronze. Braucht kein Mensch. Mithrilrüstung kann weg. Ich habe hier einiges, was mal weg kann, glaube ich. Mithrilhandschuhe können weg. So. Okay. Schön. Ein bisschen aufgeräumt im Inventar. Hier haben wir einen Altar. Okay. Sind hier noch so. Hier kann ich noch mal eben rein, um meine High Potions noch mal eben aufzufüllen. Moment, wie viel habe ich jetzt? Okay. So. Du verkaufst Phönixfedern, oder? Nein. Tust du nicht. Du? Ja. Davon hätte ich auch gerne mal so 20.
Einfach um sie mal zu haben. Ich fülle die Äther nochmal auf. Okay. So. Hier war irgendwo ein Magieladen. In den möchte ich gerne rein, weil Magie haben wir jetzt schon länger nicht mehr einkaufen. Aber ich weiß gerade nicht, wo er ist. Hier war doch irgendwo ein... Da. Magieladen. Schon sagen. Anti-Z-Grimoire. Neutralisiert magische Schutzbarrieren gegen Spezialattacken. Verwandelt das Opfer in einen Wicht. Das Opfer wird vergesslich. Reduziert zeitweise die Angriffsanzahl. Brauchen wir alles nicht. Vielleicht noch einen angreifenden. Ein Angreifer-Magierhaus. Also ein Schwarzmagier. Das ist immer noch der Altar. Also manchmal finde ich mich in dieser Stadt nicht zurecht. Ist hier oben überhaupt noch irgendwas? Nö. Ach so, konnte man nicht hier oben irgendwie noch eine ganze Ecke weiterlaufen, wenn man da schon raus war eigentlich? Wie sowas war da doch? Ja genau, weil hier der war der Pub, der inzwischen leer steht. Ja genau, hier haben wir ja Gordon ganz am Anfang getroffen und alles. Aber es war kein Haus mehr. Naja. Aber ich glaube, hier war's. Ja, hier haben wir Paul. Und bei Paul können wir mal hier nach Missilia fragen. Beziehungsweise nach den... Hä? Was nicht du? Ah, ja, okay, man muss den Zauberspruch an sich prüfen. Ihr sucht also die geheime Tür, die euch ins dunkle Kellergewölbe führt. Und wozu? Um eine weiße Maske zu holen? Hört sich so zu ordinär an, als dass es was Kostbares sein könnte. Also es gibt einen geheimen Durchgang in der rechten hinteren Ecke des Thronsaals. Seid ihr jetzt unter den Sammler gegangen, oder wie? Nope. Die brauchen wir noch. Okay. Hier gibt's echt keinen Schwarzmagierladen. Dreist. Oder ich bin gerade zu blind. Naja, egal. Gehen wir ins Schloss. Und swooshen hier mal eben wieder hoch. In der rechten hinteren Ecke hat er gesagt, ne? Also hier. Irgendwo. Ah. Nichts Besonderes zu erkennen. Prüfen Zauberspruch. Ein Loch in der Wand. Es ist eine geheime Tür. Okay. Go for it. Dritter Stock Finn. Und jetzt geht's abwärts. Auf in die Katakomben. Ich möchte hier einmal speichern. Moment. Bevor ich speichere. Warum war ich eigentlich nicht... ich war nicht heilen, ne? Das beheben wir nochmal kurz. Diese Säulen. Ich denke immer, man kann dahinter durchgehen, kann man aber nicht. Das ist sehr doof. So, einmal kurz ins Inn geswuscht. Hallo. Tschüss. So. Und wieder hoch. So, ging ja vergleichsweise schnell. Okay, dann schauen wir mal, was sich hier unten so finden lässt. So, wir wollen hier nach oben. Dann nach Westen. Quatsch. Nicht nach Westen, sondern nach Osten, nach rechts. Hier runter. Und hier finden wir erstmal einen Truhe mit einem Wams. Was war nochmal das Wams? Wand aus Stoff. Kann ich das ausrüsten? Ja, genau. Was tut man damit? Grundlegend sind hier dieselben Gegner, die wir schon kennen. Nämlich Untote, also Revenanten, Geister, etc.
die also wirklich nicht stark sind. Allerdings gibt es hier auch neue Gegner, und zwar den Parasiten. Obwohl, den Parasiten hätte ich schon zeigen können, den gab es in der Wüste schon. Hatte ich, aber jetzt musste nicht sein. Weil die sind nicht stark. Und die Hirnis, diese neu, die finde ich irgendwie, ich weiß nicht, finde die ganz cool. Aber auch die halten nun wirklich nicht viel aus. Vor allem, wenn Firion zum Zug kommt, meine Fresse, macht der Schaden. Vorher habe ich immer gesagt, Gai macht so einen Schaden, aber jetzt ist es doch Firion. Was hat Gai da eigentlich ausgerüstet in der zweiten Hand? Mithril-Axt, habe ich da nicht was Besseres? Ja, ein Schwert, toll. Ich hätte vielleicht mal noch eine zweite Werkkeule holen sollen. Aber ich glaube, wir kriegen hier eh noch eine. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Naja. Auf jeden Fall wollen wir hier erstmal nach Osten. Und was? Mehr kann nicht getragen werden. Ach so. Ja, richtig. Oh gut. In der Kiste ist ein Ether drin. Davon haben wir leider 99 Stück, dementsprechend können wir diesen hier nicht mehr aufnehmen. Naja, ist jetzt nicht so dramatisch. Hier haben wir nochmal den Wechsler. Die weitere erweiterte Form vom Hini, aber auch der kann nichts reißen. Dementsprechend... Ich finde es immer interessant, wenn zwei Gegnertypen neu, also wenn ein Gegnertyp neu ist und auch direkt die Erweiterung dabei ist. Das ist immer ein bisschen seltsam, finde ich. So, wir wollen hier nach oben und den Jungfernkuss abholen. Dieser Jungfernkuss, wie es die Sage beschreibt, heilt vom Frosch. Oh! Deshalb sollte man nicht in die Türen reingehen in diese Türen reingehen, weil dahinter solche Kämpfe erwarten. Meine Güte. Ich meine, die sind echt nicht stark, aber... Muss ja echt nicht sein. Ein Guy macht mir gerade viel zu wenig Schaden. Das ist irgendwie seltsam. Der hat sonst immer so viel Schaden gemacht und jetzt auf einmal gar nicht mehr. Naja, wenn ich die zweite Keule habe, denke ich... Ja, die Mithril-Axt macht einfach gar keinen Schaden. Ich denke, wenn ich die zweite Keule habe, dann sollte sich das Problem beheben lassen. Naja. Okay. 5550 Gil. Yo. okay. Dann wollen wir mal hier hoch. Und hier runter. Die Wechsler, das wollte ich noch kurz erklären, die können den HP-Wert mit einem von meinen Typen tauschen. Das ist nicht gerade schön, aber naja. Ne? Also, wenn es funktioniert, dann ist es nicht gerade schön, aber es funktioniert echt selten, von daher ist es in Ordnung. So, ich habe mir gedacht... Oh, neue Gegner. Die Killer Mantis. Oder Mantis. die Killer Mantis, wie ich sie nenne, haben einen recht guten Schaden. Wenn sie nicht gerade Firion angreifen. Und halten auch recht viel aus, wie man jetzt gerade schön sieht. Aber sind schwach gegen Eis. Und dementsprechend nach einem Eisangriff fallen die um. Aber man kann halt auch einfach normal drauf prügeln und dann fallen die auch irgendwann um. Haben jetzt so... Der hat jetzt... Warte mal, 4x100 ungefähr. Plus die 500, die er jetzt gemacht hat. Also ich schätze mal so rund 800 HP haben die. Hier haben wir noch einen leeren Raum. Können wir hier eigentlich so nebenher? Ne, können wir nicht. Okay. Ich wollte gucken, ob man nebenher ins Monsterbuch gucken kann. Aber das ist nicht der Fall. Okay. Okay, wir wollen erstmal hier runter und die High Potion nicht einsammeln können, die in der Kiste ist. Stockwerk hier sind jetzt übrigens nur noch diese Killer Mantis. In unterschiedlichsten Anzahlen, aber immer wieder Killer Mantis. Das Flammenschild ist ganz cool. Weil, ja, wenn wir einen Schildträger hätten, dann wäre das Flammenschild ganz cool. Ich glaube, ich
weiß nicht, ob ich das in diesem Let's Play schon mal gesagt habe, aber Guy ist kurz vorm Verrecken. Den sollten wir mal heilen. Und jetzt könnten wir theoretisch zurückgehen und die High Potion abholen, aber es ist nur eine. Das ist Schwachsinn. Können wir auch genauso gut mit Vita machen. Ist hier oben noch was? Ja. Ein Spinnenfaden. Und dann geht's hier runter. So. Langsam drehen die hier mit Gegnern ein bisschen am Rad. Hier waren jetzt zum Beispiel gerade Adamantha, Mai und diverse Ogre. Wir wollen erstmal hier hin. Und hier den Kraftstab holen. Die von einer Gruppe relativ schwacher Gegner bewacht werden. Ich brauche dringend mal ein Eisschwert oder so. Ich möchte mich berichtigen, der Kraftstab wird von einer Gruppe relativ schwacher Gegner bewacht. Nicht die. So. Und erstmal hier runter. Nicht. Verdammt. Ist mal gekonnt, die falsche Abzweigung genommen. Jetzt kriegen wir hier übrigens Windschneiden. Windschneiden en masse. Ich hätte also gerade gar keine kaufen müssen. Naja, kann man ja nicht wissen. Hier haben wir die Flammenrüstung. Flammenrüstung ist auch wieder ganz cool. Guy braucht nur wirklich keine HP mehr. Eigentlich braucht Layla die am ehesten. Eine von Flammen ummantelte Rüstung ist dementsprechend auch stärker in der Feuerresistenz. Und das ist eventuell ganz praktisch. So, wir heilen nochmal. Und dann gehen wir weiter. Gibt es nichts mehr zu holen. Dementsprechend gehen wir jetzt weiter runter. Also man muss sagen, diese Adamantha Mai gehen mir langsam um Keks. So, damit sind wir im fünften Untergestock. Untergestock. So, wir wollen hier ein Stückchen nach Westen. Und finden, wir haben hier drei Gänge nach oben. Den rechten, den mittleren und den linken. Der linke ist eine Sackgasse. Quatsch, der rechte ist eine Sackgasse. Glaube ich. Oder? Habe ich jetzt echt einen Gang übersehen? Ich glaube, ich habe echt einen Gang übersehen. Ich will die Kiste da haben. Ach so, so ist das gemeint. Hier ist ein Gang rechts. Richtig. Und diese Kiste hier will ich haben. Da ist nämlich ein Orichalcum drin. Das von zwei Gorgimeras bewacht wird. Etwas stärker als die Chimera, aber genauso zu bekämpfen, nämlich einfach draufknüppeln. Die eine sollte jetzt schon umfallen, ja. Etwa 1000 HP. Also für unsere Verhältnisse nicht mehr allzu viel. Flamme Stufe 7 auf alle bringt nicht viel. So. Und damit sollte sie eigentlich... Ah, okay, deutlich weniger als 1000. Ja, damit haben wir Orichalcum. Und Orichalcum ist ein sehr, sehr starkes Messer. Das ich jetzt sogar hier ausrüsten möchte. Weil es einfach mal stark ist. Obwohl, Moment. Warst du das, die mit Messern kämpft? Gar nicht mal wirklich, wa? Obwohl, doch. Moment. Das Messer steht auch auf Stufe 8, ne? Okay. Bei dir Stufe 9. Du kannst also schon weiter leveln. Das ist... Okay. Dann möchte ich das Firion sogar ausrüsten. Statt der Windschneide oder statt des Stiletts möchte ich das Orichalcum ausrüsten. Damit kommen wir auf 111 Angriff, was ein Heidenschaden ist. So, hier haben wir 6 Türen. 5 davon sind leer, aber die zweite von rechts führt uns ans Ziel, nämlich zur weißen Maske, die wir haben wollten. Yay. So, und da waren die Entwickler zu faul, im letzten Raum noch die Zufallskämpfe rauszuschneiden. Naja, hier finden wir auf jeden Fall einen Teleporter nach oben. Und befinden uns wieder vor dem Schloss. Gut, ich würde sagen, wir reden noch kurz mit Hilda. Njaum! Schön. Hi. Nehmt die weiße Maske brecht auf nach Mysidia und befragt die dort ansässigen Magier zu der Maske. Okay, ciao.
Also man muss sagen, man muss es hier lassen, die Prinzessin redet nicht um den heißen Brei rum. Die sagt klar und deutlich, was Sache ist. Gut, ich möchte noch kurz ins Inn. Eine Runde schlafen. Und dann nehme ich noch ein paar Heil Potions mit. Nicht bei dir, sondern bei deinem Nebenmann. Bei dem da. Dankeschön. High Potion. In ausreichender Menge. So. Okay. Dann wieder aus der Stadt raus. Was sagst du eigentlich? Vergiss nicht, dass eine nicht ganz unwichtige dass mir eine nicht ganz unwichtige Rolle bei der Rückeroberung von Finn zukommt. Doch! Ich werde es vergessen, garantiert. Hey du da. Wie schön, dass ich wieder hier wohnen kann. Okay. Hey du da. Ist das nicht derselbe Typ wie vorhin? Finn ist wieder unser. Stolz werden werden wir die Flagge der Wildrose hissen, damit alle Herren Länder davon erfahren. Okay. Stimmt, die Wildrose war das Zeichen der Rebellen, ne? Okay. Wir wollen nach Mycidia. Mycidia. Ehrlich gesagt, ich muss auf die Karte gucken. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es liegt. Aber wir werden uns das nächste Mal auf den Weg dorthin begeben. Und ich würde sagen, das soll es für diese Folge erstmal gewesen sein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschö, tschö.